Alrighty denn, meine lieben Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir sind auf EU7, die Players to Watch, die wir uns gleich angucken werden. Vorher kurz, ihr seht, ich bin jetzt bei einem anderen Team, Tactical Bunnies, bin Level 63. Und ja, warum? Einfach, weil ich zu diesem Server-Startwochenende tatsächlich, Tag 2 und Tag 3, glaube ich, 500 Alu nicht gespielt habe. Es ging einfach dann nicht zeitlich. Und ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich halt von Level 50 an Tag 4 auf 63 gespielt und bin jetzt hier vor dem Magier, aber ohne Epic-Event ist es, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich werde die ganze Woche nur questen und nächste Woche ist ja auch nochmal Epic-Event. Ich glaube, dann werde ich nochmal ein bisschen im Level pushen. Ja, bei den Players to Watch hatte sich ein Battlemage angemeldet, der Hamburg heißt. Aber leider kann ich ihn nicht finden. Also vielleicht habe ich mich verlesen oder irgendwas. Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht gab es da einen Schreibfehler. Kanixwack5644 hatte das geschrieben. Ja. Oder er spielt mittlerweile schon nicht mehr. Vielleicht hat er auch Probleme gehabt beim Serverstart oder so. Man weiß es nicht. Dementsprechend fangen wir jetzt an mit einem Neuling in dieser Folge. Nämlich dem L-Chef oder auch MyL-Chefe auf Twitch, der mittlerweile auch Official Content Creator ist. Sehr geil. GZ auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Und er spielt bei der Gilde vom Sergio, den wir auch drin haben. Die beiden battlen sich gefühlt, sehe ich schon. Jedenfalls ist der Sergio, ist er hier 58. Er hat ein paar Epics drin. Nicht komplett Epic, aber ein paar. Eine, naja, man sieht 115, 116, also das heißt, der Gemüsegarten ist da wahrscheinlich so bei 300 Hall of Night oder sowas. Ja, 329, nicht schlecht, nicht schlecht. Und er hat den Rahmen, also für die, die es nicht kennen, das ist einer der Rahmen, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, von den Twitch Drops vom Official Stream. Das ist ja auch so eine Sache, das kann ich leider nicht angucken, also habe ich gar keine Zeit. Aber ja, sieht ganz cool aus. Ich weiß halt wirklich nicht, ob es mehrere gibt. Er ist 58, halt im Level kurz vor 59. Das heißt, er ist in einem ähnlichen Bereich wie ich und könnte wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Dungeons machen. Würde dann aber irgendwann stacken, wie bei mir. Also das ist ähnlich. Aber er hat mehr SA als ich. Also SA muss ich definitiv noch was machen die Woche. Moment. Da hat er mich jetzt schon mal inspiriert hier. Das sind ja nochmal 7-8%, die man da höher gehen müsste. Das muss ich definitiv machen. Und bin gespannt, ich weiß nicht, was seine Ziele hier sind. Hat, glaube ich, nichts drinstehen. Aber ich glaube, der Sergio will ja die Gilde schon relativ lange führen oder long-term quasi. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass sie auch long-term spielen im Moment. Und dann kommen wir mal zum Leon. Leon war 44, als ich ihn vorgestellt habe. Und hat nach den 3 Tagen auf Level 79 gespielt. Und das wollte ich eigentlich auch schaffen. An Tag 3 dann, aber durch die fehlende Zeit und ich hätte es schon probiert, über die Epics dann hoch zu pushen auf 70, 75 dann zu erreichen für die Pets. Leon hat es geschafft, GZ ist also auch dabei bei den Pets. Bei Leon mit 79 Dead by Sunrise nach 3 Tagen ist wirklich ein sehr gutes Level. Leon muss auch noch was im SA machen, da hat er auch, also gerade bei dem Level nochmal Nachholbedarf. Wir sehen natürlich auch, dass bei ihm die Steine besser sind. Das kann natürlich durch das höhere Level schon passiert sein. Ansonsten Dead by Sunrise, gucken wir uns mal an, von Quistic. Ja doch, die stehen schon auch entsprechend ganz gut da. Und ja, ansonsten sind die Epics natürlich nicht alle ganz neu gewesen. Also er hat wahrscheinlich mit einem höheren Level auch nochmal geblättert, aber das ist halt auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Waffe immer sehr aktuell ist und Also, solider Char spielt hier gerade in den Top 100 mit. Also, das kann auch so längerfristig so laufen, wenn er das weitermacht. Wie gesagt, SA auf jeden Fall machen. Der Heilige Gral kommt bald. Das ist ja auch dann eine große, große Hilfe. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich gerne Level 75 schon jetzt gehabt hätte. Damit man dann relativ schnell auf 80 plus kommt für den Heiligen Gral. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich auch nochmal mit Random-Angriffen begnügen. Also das ist ein bisschen der größte Nachteil an der Stelle. Soll jetzt aber nicht irgendwie lumpen.
Und da gab es nochmal einen kleinen Cut, denn ich habe noch jemanden vergessen neu aufzunehmen, den Luke Skywalker, den ich jetzt hier bei den Tactical Bunnies kennengelernt habe. Tactical Bunnies ist im Prinzip eine internationale Gilde, aber Luke Skywalker ist zum Beispiel auch deutsch. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob er nicht mitmachen will. Und ja, er hat auch schon gesagt, dass er weitestgehend Free-to-Play spielt. Hin und wieder vielleicht nur Angebote holt. Also ich glaube, ich vermute, er hat die ersten zwei Pakete gekauft und spielt hier einen Dämoniker auf 46. Steht er jetzt. Hat aber überall auch Steine drin. Ich weiß ja auch, dass das dann teilweise schon bedeutet. Also entweder ist man ist wirklich den ganzen Tag online oder man hat doch ein paar Pilze investiert. Aber es sind ja auch gute Steine. Also da merkt man auch, nach 4 Tagen oder wenn jetzt gerade der 4. Tag gespielt ist oder angefangen hat, dass da eben ein paar Pilze reingegangen sind und dementsprechend sieht der Tada auch gut aus. Mit 46 jetzt ist eigentlich so, würde ich sagen, das Ziel, ich weiß nicht, wie viel Alu er heute schon gespielt hat, dass man dann natürlich irgendwie auf 50 kommt jetzt in den nächsten Tagen. Ne? Also auf 50 zu kommen in den nächsten Tagen über die Alu, das ist relativ günstig, das kann man spielen. Und dann ab Level 50, wenn man den Dungeon Key hat, gehen dann nochmal ein paar Dungeons. Also der 5. Dungeon, ja, ich sag mal, bis Etage 5 von 10 habe ich, glaube ich, gepilzt direkt, als der Char offen war. Ja, der 5. hat dann schon ein paar Pilze vielleicht gekostet, aber das geht. Ich meine, der 6. geht, glaube ich, auch noch. Der 7. ist halt dann der Drache hier. Ne? Also der 6. ist halt ein Geschickgegner. Ja. Da kann es vielleicht auch noch klappen. Der 7. ist dann schon der Drache. Da muss man dann schon auch ordentlich reinpilzen. Und ja, der Magier, wie gesagt, ist komplett Bremse. Aber das ist auch nicht schlimm. Man hat jetzt Zeit. Also ich würde auch dem Luke jetzt zum Beispiel empfehlen, dass er das ganz entspannt angeht. Denn nächstes Wochenende ist Epic Event und falls man dort nochmal irgendwie Epics blättern wollte, wäre das halt am allersinnvollsten. Also dann auch Pilze zu investieren für die Dungeons. Wenn man natürlich nicht jetzt Epic Event spielen möchte oder keine Pilze dafür aufladen will, dann ganz klar, da spielt man ganz normal seine Aloe weiter. Aber ich denke, bis Ende der Woche wäre es schon auch drin, Level 50 dann zu erreichen. Natürlich SA 35,48%. Ist die Frage, wie viel Pilze kann man ausgeben fürs Sammelalbum. Ich sag mal, rein theoretisch ist es schon möglich, wahrscheinlich, wenn man viele Random-Angriffe macht oder sich das alles raussucht, an die 50% zu kommen, zu kratzen. Auch von der Stärke her, denke ich, ist es machbar. Aber muss natürlich nicht sein. Wichtig ist einfach, dass man immer einen Progress drin hat. Und wenn es halt nur 1-2% in der Woche sind, aber alles, was das SA steigt, das ist ja gerade extrem wichtig. Jetzt auch am Anfang, wo man noch nicht 50 Raids hat für die XP. Und bin ich gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt. Also solider Char und auch innerhalb der Gilde auf jeden Fall einer der besseren. Und dementsprechend auch sehr wichtig. Und ja, schauen wir mal. Jetzt kommen wir zu Mulatom aus der Gilde, die ich, wie gesagt, nicht auszusprechen vermag. Bei Mulatom. Ja, müssen wir sagen, erstmal 15 Level hat er gemacht zum letzten Mal im Vergleich. Das ist erstmal in Ordnung. Definitiv. Jetzt hat er auch SA gemacht. Über 20%. Das waren damals 13,45. Jetzt hat er da auf jeden Fall auch gute Angriffe gemacht. Ne? Man sieht, selbst mit dem Level hat er ein höheres SA. Deshalb denke ich, dass mit so einem Level 50% drin sind. Er hat jetzt hier allerdings einige Items ausgezogen. Ich weiß nicht, ob er sich droppen lassen will jetzt gerade über Nacht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hoffe nicht, dass er inaktiv ist. Er will ja Long-Term Goal 500 erreichen. Free to play. Deshalb denke ich einfach mal, dass er sich droppen lassen will, damit er dann, wenn er Kämpfe macht, halt auch immer Gold auch gewinnen kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch nicht verkehrt, gerade um Steine zu finden. Ja, mit 37, ne, wenn du jemanden angreifst, der dann vielleicht Level 20, 25 hat oder sowas, der gibt dann halt 25 Gold. Und wenn man dann 6 Angriffe macht am Tag und 25 Gold kriegt, kann man wieder einen
einsuchen. Also das geht. Und entsprechend. Huch. Habe ich mich. Und entsprechend bin ich gespannt, wie sein Char dann aber auch aussieht, wenn er mal full equipped ist. Vielleicht sehen wir es ja beim nächsten Mal. So, und da kommen wir zu Sergio. Sergio hat auch nochmal 10% SA gemacht. Da muss ich sagen, hat er sich das ein bisschen gut gehen lassen. Ne? Also beim, seitdem ich es letztes Mal aufgenommen habe, ne, da hat er jetzt nur 10% SA gemacht. Mit 27 bei 40% wirklich geschienen. Und jetzt bei 62 Level nur 50%. Ist noch schwächer als ich unterwegs, Sergio. Das musst du ändern, mein Lieber. Aber im Level hat er eben auch einen guten Push gemacht von 27 auf 62. Steht da also auch ganz wahrscheinlich an einer ganz ähnlichen Position wie ich. Also entweder er hat den Drachen noch vor sich im Dungeon oder er ist schon auch bei dem Endgegner. Bei ihm sehen wir jetzt auch, dass er definitiv jetzt nicht zuletzt hat im Epic Event gespielt oder spielen können. Vielleicht hat er auch ähnliche Versäumnisse gehabt wie ich. Ja, und dementsprechend muss er jetzt auch wie ich die nächsten Tage ein bisschen warten. Also der Unterschied, den man bei ihm sieht, ist definitiv, dass er natürlich viel bessere Skills hat. Das liegt bei mir dann auch tatsächlich natürlich daran, dass ich wahrscheinlich 500 Abenteuerlust nicht im Event gespielt habe. Glücksrad nicht mitgenommen, also ich bin richtig unterskilled für mein Level. Aber das können wir noch aufholen. Das wird vielleicht jetzt, muss ich gucken, ob ich das jetzt für mich als Ziel setze. In der Hoffnung, dass Sergio vielleicht auch nicht optimal spielt jeden Tag, damit ich da leichter rankomme. Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich gar nicht jinxen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt erstmal an Tag 4. Er will in die Top 100 kommen. Wie gesagt, wenn er das Long-Term angeht, dann denke ich, ist das definitiv drin. Das Potenzial hat er. Jetzt hat er auch ein Sponsoring noch dahinter. Also es kann eigentlich nichts schief gehen. Es kann nichts schief gehen. Da gucken wir uns mal den Naked Man an, der mit seinem Fisting Club auf 38 jetzt spielt und auch 45% SA hat. Also beim letzten Mal war er Level 22 mit 25% SA. Also natürlich richtig ordentlich und stark. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass man das erreicht hat, nur mit diesen Werten. Also ist irgendwie verrückt. Ich weiß nicht. Mann, kann man das so schaffen? Habt ihr das so gemacht? Oder habt ihr euch fürs SA doch mal Equipment besorgt? Also, nee, eigentlich ja nicht. Ne? Das Projekt würde sagen, eigentlich nicht. Also, das finde ich interessant. Also, wenn ich mal reingucke, nur mit 400 Werten, noch nicht mal mit einer Waffe, mit dem Schaden, wie viele Random-Angriffe man da machen muss, um auf 45% SA zu kommen. Das ist eigentlich sehr interessant. Die Frage, die muss er mir mal beantworten, bitte. Ich fände es ja nicht schlimm, wenn man sagt, fürs SA ein bisschen Waffen und so, ne, kein Ding. Also es ist schon echt eine hohe Summe. Bin ich leicht perplex? Dann gucken wir mal auf Xander. Xander hat von 25 auf 39 gespielt. Er war erst bei den Stormbringers, ist jetzt bei Google Pay. Finde ich ja lustig. Gibt Google Pay ja parallel zu Apple Pay. Und ich glaube, die Guild ist aber auch nicht schlecht. Also die Stormbringers waren wahrscheinlich, wenn ich es recht entsinne, waren die, glaube ich, nicht ganz so gut. Da muss ich mal gucken. Ja, es ist ein Unterschied. Es ist tatsächlich ein Unterschied. Und das merkt man in der Ritterhalle, aber dann auch wahrscheinlich bei den Ausbauten. Jetzt über die nächsten Tage auch, weil da kommt viel mehr Geld rein, viel mehr Gold allgemein rein bei Google Pay hier. Und ja, allein das schon. Das ist natürlich für einen Free-to-Play-Spieler dann auch sehr, sehr verlockend. Er ist da genau mittendrin, statt nur dabei. Und ja, SA hat er gemacht, 6% nochmal höher. Fängt jetzt auch an, wahrscheinlich sein Equipment noch abzugraden, dort wo kein Slot drin war, wenn es passt. Hat er jetzt auch nur noch 3 Items ohne Stein. Ja, einen Glückstein kann man auf jeden Fall reinnehmen. Hier hat er noch einen Geschickstein, da brauchst du wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Glück bei der Auswahl. Aber Long Term, Free-to-Play, Top 100, das ist natürlich nicht nur jetzt, also ne, Sergio ja auch, aber er ist ja Free-to-Play.
Also das ist, denke ich mal, schon eine sehr schwierige Geschichte. Zumindest bedeutet dann Long-Term höchstwahrscheinlich wirklich mehrere Jahre. Also nicht nur ein Jahr oder so, weil dann doch Pilzer, also wenn jetzt 100 Pilzer ein Jahr lang spielen, kommt man natürlich Free-to-Play da nicht ganz hinterher. Da muss man dann nochmal ein paar Jahre draufzeichnen. Aber gönnen würde ich es ihm definitiv, dem Xandalf. Er hatte auch gute Erfahrungen im Free-to-Play-Bereich, also daran wird es definitiv nicht scheitern. Im Moment sind es jetzt die Top 1000 und das wäre dann wahrscheinlich erstmal das kurzfristige Ziel. Ja, das war's dann also. Ja, 7 Leute sind jetzt dabei. Wer dann doch nochmal Interesse hätte mitzumachen, darf sich gerne noch bewerben. Ein paar würde ich noch annehmen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch eine wunderbare Woche. Wünsche allen Spielern, speziell natürlich dem Luke, viel Erfolg jetzt in der kommenden Woche. Und ich hoffe nicht, dass Sergio oder El Chefi jetzt hier was während der Woche noch hochpushen, und um mir so den Stinkefinger zu zeigen. Bitte nicht. Macht's bitte nicht. Sonst bin ich gedrungen, das auch zu machen. Und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Also, haut rein, Leute. Macht's, tschüss. Und Servus. Servus.